Also gemocht habe ich zuerst die Musik. Ich habe mit dieser Musik, mit zwei Arien aus dieser Oper eine längere Geschichte, die mich damit verbindet. Das eine war die A-Seite, das andere die B-Seite auf einer Single, die in einer Jukebox lief. Und das war die einzige Platte in dieser Jukebox, die mir gefiel. Alle anderen habe ich nicht gedrückt und die habe ich jeden Tag gedrückt, weil es gab darin nur Opern Arien, es waren auch andere Leute haben auch andere gedrückt. Aber wenn ich gedrückt habe, habe ich die Arie des Nadir gedrückt und das Duett der beiden Männer. Und ich fand das himmlisch schön, hat man dann auch, das war in einer Zeit, in den 70er Jahren, als es sowas nicht gab, wo man es nicht auf YouTube gucken konnte und so, dann haben wir die LP gekauft und hat die ganze Oper gehört und fand die wunderschön, aber hat mein Lebtag nie eine Chance gehabt, die zu sehen, weil die gab es nie. Konzertant habe ich das eine oder andere Mal was gehört raus, aber habe ich es nie gesehen. Deswegen war die Neugierde groß, was kann das sein? Ich habe natürlich dann, als wir das dann wirklich angefangen haben, ernst zu nehmen, dann auch das Lied weitergelesen, habe ein bisschen geschluckt. War nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Was so einfach klang, war dann doch nicht so einfach. Und die Tatsache, dass die Oper, das ist ja kein Geheimnis, so oft nicht so oft gespielt wird, liegt auch durch das Libretto. Und daran, dass die beiden Herren, die das für den 25-jährigen Bizet geschrieben haben, als sie die Uraufführung gesehen haben, reumütig gesagt haben, wenn wir gewusst hätten, dass der Mann so ein Talent hat, hätten wir ihm nicht diesen Bären aufgebunden. Auf Französisch. Bei uns würde man sagen, so einen Schinken gegeben. Hat das Stück für Sie eine aktuelle Botschaft? Da sind interessante Bezüge drin. Da kommt ein Flüchtling vor, der geschützt wird und dessen Leben gerettet wird, indem man ihn versteckt und aufnimmt. Und dass diese gute Tat zahlt sich aus. Und letzten Endes bewegt sie das Ende. Eine der wenigen Geschichten, die komplett gut aussehen. Also gut ausgehen, das sehen hoffentlich auch. Auch das hat mich interessiert, dass das gut ausgeht. Finde ich eigentlich a priori interessanter als Geschichten, die böse ausgehen.